Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge DSPD mit Kevin und Christian und ein paar Gäste, und zwar Michael, ich weiß nicht, wer welcher Michael ist, Jorik und Hi. Kitty, die waren hundertprozentig mal in unseren Folgen mal drin, irgendwo mal vorhanden. Ja, leider. Ihr solltet ihr kennen. Und wir spielen Secret Neighbor. Secret Hitler. Gott. Ja, moin. Und hier geht es darum, hier ist ein... Hier ist ein einer Nachbar und fünf Kinder, und die Kinder müssen halt Schlüssel suchen. Jetzt habe ich die Tür vergessen zu zeigen. Und müssen die Tür hier öffnen mit dem Schlüssel. Hab schon direkt den Schlüssel. Ja, Christian hat sich schon den Schlüssel betätigt. Die müssen wir aufmachen. Betätigt habe ich den Schlüssel. Was soll denn das hier? Wer auch mal das ist. Und ja, wenn wir die Tür aufnehmen, haben die Kinder gewonnen und der Nachbar muss halt die Kinder in Puppen verwandeln. Oder töten. Wie auch ihr das nennen wollt. Oh, sehr gut, Christian. Warte, also ich begleite dich. Hau ab von mir. Ich begleite dich. Ich versuche die Lust. Hau von... ab! Ich begleite dich. Hau ab! Du weißt, du kannst doch locker sagen, dass ich das dann bin. Ich ja, aber dich. Hau ab jetzt! Hau! Aua! Muss ja nicht auf mich werfen, Alter. Ja, geh weg! Arschloch! Geh weg jetzt! Ja, spiel doch weg! Wie erkennt man eigentlich den Neighborhood? Entweder ist er der Nachbar oder gar nicht. Den Neighborhood erkennt man nicht. Wie erkennt man die Nachbarschaft? Ja, der Nachbar sollte aber schon was tun, weil wir haben fast alle Schlüssel. Wir haben eine Milchpackung. Aber nicht sehr optimal. Wo hast du das Paddel her? Achso, das ist die Gitarre. Ich dachte schon. Alter. Was fehlt denn noch? Schlüssel. Nee, was für Schlüssel? Welche Farben? Ich glaube, ein blauer auf jeden Fall und ein roter auch. Hat jemand einen Schlüssel? Ein gelber nicht, ja. Was? Niemand hat einen Schlüssel? Ein gelber, ich habe einen Schlüssel. Ich habe schon einen eingesetzt. Aber ich weiß nicht, ob gelb noch. Ja, ja, gelb brauchen wir noch. Ja, zack. Oh, langsam wird's knapp für den Neighbor. Auf dem Dachboden müsste noch einer sein. Oh, hallo. Ich hab grad ein Foto hier. Kevin, ich weiß nicht, was es dir sagt beim Foto. Was? Mein Foto zeigt immer, was es... Au! Warum? Ich hab mir auch abgeworfen. Ich hab gar nichts mit dir gemacht. Na klar. Nein! Ich hab Alter. Die Leber abbekommen. Hier, Alter, ich hab gar nichts gemacht mit dir. Ich hab doch meine Items im Inventar, Chris. Okay. Aha. Dachboden, wo gibt's hier denn Dachboden? Der Nachbar hat sich gerade verwandelt. Nach einem roten Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel. Rot? Roten? Ne, ich glaube, der ist der Bronzen und Orange. Ja, dann nicht. Hallo, Nachbar. Ich glaube, ich hab mich im Haus verlaufen. Ich würde da nicht runterspringen. Hätte mir vielleicht noch sagen sollen, dass der Nachbar in seinem Zimmerchen so einen speziellen Knopf hat, den er nicht nutzen dürfte. Weil er halt ziemlich unfair ist. Ach ja, stimmt da. Der spezielle schöne Knopf. Ich hab keine Ahnung, wo ein Dachboden hier ist. Ich war gerade auf dem Dachboden, aber da kommt man nirgends durch. Achso. Oh, hier geht's sogar raus. Oh, hier geht's sogar hoch. Hier geht's raus. Gucken, ob man da irgendwie rausklettern kann. Ich hab einen letzten Schlüssel. Sehr gut. Hau rein, Nachbar, du. Alte Sau. Musste den Nachbar schon vorhin einmal ab. Wer ist das hier? Das bin ich. Hi. Ah. Oh, oh, ich bin down. Geh durch. Nein, ich bin tot. Ich bin vom Dach gesprungen. Ihr müsst euch halt die Kinder. Warte, ich glaube, ich hol dich. Wie komme ich wieder ins Haus? Ich bin draußen. Es gibt Eingänge. Oh. Das sieht aus wie Türen. es ist Jorik! Oh, danke. Ah, Jorik. Ah. Er lügt! Er verfolgt mich! Ich bin direkt hinter dir, Chris. Oh Gott, Jux! Mach die Tür auf! Der ist da! Geh auf, du Scheiße!
Du Scheiße! Ja! Ich hab die ganze Runde keinen einzigen von euch gesehen. Ah, schön. Und Kevin, witzigerweise habe ich genau eine halbe Sekunde, bevor du das mit dem Knopf gesagt hast, auf den Knopf gedrückt, um rauszufinden, was er macht. Ah. Eine halbe Sekunde später kommt deine Nachricht. Aber ich konnte nicht einfach sagen, ja, okay, ich verstehe, warum der OP ist. Ah. Ja, der Knopf ist halt ein bisschen OP, weil du kriegst für eine Zeit lang direkt angezeigt, wo jemand ist. Wirklich ja. 100% genau, wo jemand ist. Irgendwie war es mir schon suspekt, Juri, als du mir hinterher gelaufen bist. Kleiner Schlawiner, du. Ja. Ich hatte ein kleines Problem. Ursprünglich hatte ich nämlich den letzten Schlüssel, der noch gefehlt hat, auch gesammelt. Ich dachte, hey, solange ich den behalte, können sie ja eigentlich nicht fertig werden. Ich darf ihm bloß nicht erzählen, dass ich ihn habe. Hey, wir geben Informate. Dann wollte ich irgendjemanden umbringen und die hat mich dann abgeschossen, deswegen wurde ich respawned und der Schlüssel lag dann irgendwo rum. Von jeder Farbe brauchen wir zwei Schlüssel. Alles klar. Also rot, blau, gold. Traurig. Blau habe ich schon mal. Was, Tomate? Ich weiß auch noch, wo ein Schlüssel ist, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme gerade. Ich weiß, wo ein Schlüssel ist, aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich habe auch noch einen blauen. Ich glaube, du hast auch schon einen blauen rein, oder? Ja, ja, ich habe schon einen blauen. Okay, dann bauen wir bloß noch rot und golden. Hallo, da drüben. Hast nur noch einen roten und einen golden? Zwei rote und zwei goldene. Achso, ja. Hier ist der Raum nicht. Falscher. Hier ist er auch nicht, der Raum. Auch nicht. Gott, wo ist der scheiß Raum? Muss ja irgendwo hier unten werden. Oh, hat er den Schlüssel? Welche Farbe? Keine Ahnung, ich hab ihn nicht. Ich hab einen goldenen Schlüssel. Dann bring ihn direkt zur Tür. Ja, die Steuerung ist jetzt ein schwammig von ihr irgendwie. Das ist irgendwie suspekt, wenn du das so sagst. So, genau, wenn Kitty noch ihren goldenen reinmacht, dann fehlt jetzt nur noch zwei rote. Wieso sind alle blau? Oh, Alter! Hallo! Alle goldenen sind. Ey, willst du einen Panzer haben? Und ich blau? Hab einen Panzer. Hallo, was denn? Ein Panzer, ja. Der lag da im Kinderzimmer. Hier. Der Nachbar hat sich gerade verwandelt, pass auf! Der Nachbar hat sich verwandelt, ja! Der Neighborhood hat mich. Der Neighborhood? Ich kann den Namen nicht sehen. Und Kitty ist tot. Ciao, Kitty. Er ist bei der Tür, der Nachbar. Er war bei der Tür. Oh, ich hab ein neues Ding. Du musst zurückhalten. Haben wir die Tür gerade aufgemacht? Nee. Ich hab einen Schlüssel reingesetzt. Noch zwei rote. Zwei rote. Okay. Okay, Kevin, sollten wir nicht zusammenbleiben? Aber nicht, das klingt schon nicht. Ich weiß leider nicht, wo ihr schon jetzt überall wart. Das Kitty, du sollst auch ruhig bleiben. Ich war ganz oben noch nicht. Sonst war ich überall. Weil der tot ist, klappe. Hallo. Hallo. Oh Gott. Hallo. Guten Tag. Weg mit mir. Was steht denn da, Potato? Keine Ahnung. Noch guck mal, Chris. Ich hab meine Puppe. Ich hab so viel Angst. ja. Oh, ich hab die perfekte Waffe. Ich hab einen Panzer gefunden. Geil, ich hab mit einer Riegel in Fensterscheibe eingehauen. Fuck, da geht's nicht lang. Das macht mir Angst. So, müssen ja, Panzer funktionieren. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Ah, Mann, scheiß Fallschaden. Was fehlt noch? Hält mal einer Kevin auf. Ich geh schon. Zumindest versuche ich es. Guck mal, ob ich. Zwei blaue fehlen noch, oder? Zwei rote, nee, dachte ich. Zwei rote, ja, ich wusste es nicht. Mehr darf keiner. Bist du auch ein, oder was? Wer bist denn du jetzt hier? Ich bin tot. Ah, okay. Nein! Er hat sich ganz verwandt. Hast du gesehen? Wer hat sich verwandelt? Keiner, ich meine, er ist in Staub. Ich wollte ihn doch holen, warum hat Jorge ihn nicht geholt? Nein, wir sind beide gleichzeitig dahin gelaufen. Ah, ich hab einen roten. Ich bin hier mit Jorge los.
Ich habe einen goldenen. Was tust du? Wir sind nur zu viert, kann das sein? Ja, ne? Ja. Kevin ist weg, Christina ist weg. Das als nicht Christina drin gestorben ist, ja, irgendwas tun Kevin da zusammen. Ja, aber Michael hat gerade einen Schlüssel. Ja. Ich hoffe, wir können ich hab was gehört, aber ich habe nicht direkt gesehen. Pass mal ein bisschen auf Niklas auf. Gut. Also Vorsicht vor Niklas. Dann Vorsicht vor Christian. Der unterwegs war? Ja, ihr kennt doch Niklas. Ihr wisst doch, wie ihr euch bei TDT immer verarscht. Dann glaube ich, dass ich Christian bin, der jetzt schon so offensiv auf mich zielt. Ich habe schon zwei Schlüssel reingesetzt. Ich auch. Ich habe noch keinen gefunden. Ja, und der letzte Schlüssel, der fehlt, den hat nicht jemand. Ich nicht, ihr könnt mich ja gerne töten, wenn ihr wollt. Ich stelle mich gerne zur Schussscheibe. Zur Schussscheibe? Ja. Nichts drin. Ja, Zielscheibe. Er hat sich gerade verwandelt, glaube ich. Weißt du wo? Ganz oben, mit diesem großen Korridor, weißt du, diesen großen Raum da wohl. Kurz zwill. Hier war ich doch schon, oder? Ja, er ist oben. Ja, er war gerade hier, ist in der Nähe von der Tür. Dann ist es hier oben weg. Ich glaube, Jurik hat auch den Schlüssel. Nee. Den habe ich nicht. Er ist unten beim Tor. Er ist in der Seitentür. Ich sehe ihn ganz genau. Nein, ich habe was jetzt in meinen Riegel geworfen. Scheiße. Er ist unten bei der Tür. Er muss die letzte Schlüssel haben. Ich glaube, er hat auch den Schlüssel aufgesammelt. Okay, jetzt brauche ich Hilfe. Scheiße, ich habe mich ausgesperrt. Wo bist du? Bei der Tür in der Nähe. Er ist hinter mir. Ich gehe jetzt nach oben, eine Treppenstufe. Und ich habe mich selbst eingesperrt. Ja. Also diese ganze Gelaufe hier. Was brauchen wir noch für einen Schlüssel? Rot. Aber ich glaube, den hat Jorik. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht finden wir trotzdem noch einen. Von wegen, Christian, ne? Ich bin's, ne? Das kann ja sein. Was ist denn Jorik für ein Kind? Weißt du das hier? Der Schwarze da! Bam! Auf die Fresse! Er ist im ersten in der Bibliothek! Ah, da, okay. Niklas, lebst du noch? Ja. Hier hast du noch irgendwo was gefunden. Ich hab einen roten Auf gefunden. Die Fresse! Auf dann die runter. Fresse! Ja. Ich lock ihn aus. Sehr gut. Alles. Hört er ja jetzt. Verdammt, der hat mich eingeschlagen. Er jagt mich immer noch. Einfach da. Hey, Michael, komm her. Ja. Hier. Nein, tschüss Jungs, mach das Tür auf! Mach das Tür auf! Komm mit! Ja, ich komm! Nimm dir noch schön was zu werfen mit. Da ist er vor uns, hast du gesehen, das ist der kleine schwarze dicke Junge. Ach so. Mach auf! Da oben ist er, mach auf! Schnell! Kind! Mach die Tür auf! Ich hab's hier aufgemacht! Ja! Oh. Jawohl! Alter, schön! Als ob ich zweimal hintereinander. Aber du hast auch zweimal hintereinander verkackt. Ja, weil ich Anfänger bin. Aber er hat diesmal ein bisschen geholt, ja? Ich hab zwei Leute geholt und bei einem bin ich. Den wollte ich eigentlich auch noch holen, aber der ist ja schon von sich aus gestorben. Was? Ja, 15 Minuten hier, Jungs. Noch ein oder? Wir können auch Stopp machen. Das ist mir egal. Ja, ich weiß, jetzt, also. Aufnahme beenden und dann die nächste machen? Okay. Ja, aber wir brauchen nicht immer eine Antwort machen, oder?
Nee. Ja, aber ja, hast du, ja, nee. Okay. Nur bei 9 okay, Spielen, würde ich sagen. Dann stopp. Okay, dann geht's weiter, sobald wir sehen, welche Rolle wir sind. Nehmen wir einfach automatisch weiter auf. Ja, ja.